Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 19. August 2024, 23.43 Uhr hier auf Isla Nuk. Heute habe ich Neuigkeiten zu einem Event für euch. Kommenden Samstag findet das Insektikus-Turnier statt. Anmeldungen sind zwischen 9 und 18 Uhr schon Festplatz möglich. Schaut ruhig mal vorbei. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und damit an ihr, du Unrecht, herzlich willkommen zurück zu einer kleinen nächtlichen Folge Animal Crossing New Horizons. Auf Käferjagd. Ich hoffe, bei Sturm gibt es Käfer. Zum Thema Angelmatze. In letzter Zeit habe ich eine Menge Angelzeitschriften gelesen. Da lernt man Wörter, Wobbler zum Beispiel oder Nassfliege. Ich habe sie alle nachgeschlagen. Aber beim Angeln hilft das nichts. Petrial, Apollo. Ach, Apollo ist schon cool. Ich glaube, Apollo ist so jemand, den würde ich auch in zukünftigen Projekten auf jeden Fall wieder dazu holen. Weil er einfach Apollo ist. Ist halt einfach so. Ah, du kannst gleich wieder weg, dich haben wir schon mehrmals. Den spare ich mir lieber. Irgendwie gehofft, dass wir vielleicht hier. Da hinten ist einer, den haben wir schon. Schade Schokolade. Jo, Profi-Angler. Was los? Klar. Für Apollo ist es okay. Apollo Yoshino ist so ein Level. Freya wäre da auch noch mit dabei. Aber Freya sind wir noch nicht auf unserer Insel. Ein paar so Kasperlköpfe haben, die nicht wegziehen wollen. Bisa 50. Jetzt bin ich verwirrt. Ernsthaft? Jetzt bin ich ehrlich verwirrt. Jetzt muss ich so kurz nachschauen. Aber normal hätten wir 300 bekommen müssen. Lass mich mal kurz nachgucken. Was ist denn das für ein weirder Fehler? Ich habe es gerade nachgeschaut. Die letzte Folge war der 18. August. Heute ist der 19. August. Haben wir irgendwo ein Datum? Hier, 19. August. Weird. Aber okay. Doppelte Anzahl. Du Trottel! So blöd kann man doch gar nicht sein. Nimm den dummen Ast. Hier ordentlich Wind heute. Die Armen bleiben lang.
Der Profi-Angelmeister ist da. Aber der ist mir heute relativ wurscht, muss ich ehrlich gestehen, weil ich möchte Käfer sammeln. Hast du mir nicht gesagt, dass wir eine Chance haben auf Käfer? Aber die Hoffnung und so, die stirbt immer zuletzt. Die Palme da unten steht scheiße. Sägezahn hier, ja, mach schon scheiße. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Das ist groß. Alter, ich häute ihn hier. Ich häute ihn hier. Zu klein für irgendwas, was wir noch nicht haben. So, ja. Das sind keine seltenen Fische. Jawohl, geht doch. Hallöchen, ein Hai. Cash, so, letztes Ding. Oh Mann. Heilige Makrele. Heilige Makrele. Das ist nicht das, was ich wollte. Ne? Heilige Makrele. Sohn einer Makrele. Ein Fossil. So, schau mal. Jo, scheiße. Ja, der schläft auch schon ein. Der hat auch keinen Bock mehr. Aber den können wir das Fischzeug verkaufen. Weil meines Wissens war da nichts dabei, was wir nicht schon hatten. Ja, das wollte ich nicht. Das war dumm. Ja.
Achso, ich kaufe mir den Fisch nur, ob ich hier Angelcheck mache. Ah, Link. Da? Nein. Nicht. Also, okay. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das, was wir hier mit den Rosen und dem lila Pfeilchen. Raus mit dem Bäumelei. Das Fossil kassieren wir auch gleich ein. Und die werden jetzt fast vorbeigelaufen. Euphemia, was machst du denn hier? Was hat's mir denn jetzt geschenkt? Ein UFO! Das ist ein bisschen wild. Riesenhirschkäfer. Endlich.
Jawohl, 1000 Sterni-Sack. Den vergüten wir gleich mit was Besserem. Warum ist Steve auch allein? Ist Steve allein da oben? Ich meine, ich könnte ihm noch ein bisschen himmlische Ruhe und so. Aber der Arme. Ja, das war ruhig, das haben wir schon. Da war mir der Riesenhirschkäfer wichtiger und jetzt werden die Palmenkäfer werden halt noch schön. Und ich glaube, mit dem Riesenhirschkäfer haben wir alle Käfer abgeschlossen. By the way, wir haben auch nur 4 Dinge. Ich habe keine Ahnung, warum wir nur 50 waren. Haben wir. Oder war am Sonntag nicht im Ding drin? Das kann auch sein. Das ist wahrscheinlich. War höchstwahrscheinlich wahrscheinlich etwas sowas. So, dann bringen wir erstmal den Hirschkäfer zurück, würde ich sagen. Oh, es ist satisfying. Schau mal, wie weit wir jetzt da sind. Das ist so satisfying. Die kriegen wir noch und die kriegen wir noch. Die sind, glaube ich, die Grillen. Da fehlen uns noch ganz viele. Und das ist eine Fliege. Also die Käfer können wir voll kriegen. Die Fische kriegen wir nicht voll, glaube ich. Oder es wird schwer. Und die kriegen wir nicht mehr voll. Da fehlt uns nämlich eine Krabbe. Da fehlt uns eine Krabbe, die jetzt im April, März, April gegeben. Die ist leider ein bisschen an uns vorbeigeschippert. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich habe einen Fang gemacht, den ich nicht erwarte, was ich mache. Freut mich, dass dir das gefällt. So, dann geben wir jetzt den Hirschkäfer ab. Und den Rest verkauft man dann ganz einfach morgen wieder, ne? So sieht's aus. Und nicht anders. Guck mal, ich hab ein Käferli. Ja. Der Riesenhirschkäfer soll ja ein beliebtes Haustier unter Insektenfreunden sein. Wie man allerdings zum Freund von Insekten wird, ist mir schleierhaft. Doch genug davon. Riesenhirschkäfer wirken mit ihren gebogenen Mandibeln recht furchteinflößend. Zum Glück sind sie feige. Wie sie es lieben, sich in verrottendem Holz zu verstecken und sich nur in Schutze der Dunkelheit zu zeigen. Ich werde niemals wieder eine Nachttischlampe ausschalten. Na, in jedem Fall allerherzlichen Dank für Ihre wundervolle Spende. Solche Tierchen mögen zwar im Fürchten. Habe schon 50.000 Mal vorgelesen, kennst du schon. So, Fossilien analysieren. Die 4 haben wir. Okay, sehr schön. Nee, das war's.
zumindest nicht bewusst auswerten. So, dann ab nach Hause. Erfolgreiche Folge. Wir haben einen Riesenhirschkäfer, Freunde. Wir haben ihn endlich. Und wir können vielleicht ein UFO bauen. So. Ich bin sehr glücklich. Ich bin wirklich sehr glücklich gerade. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Sagt Ciao und V und wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei Animal Crossing New Horizons. Bis dann, Tschüssikowski.